So, und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Red Dead Online. Wir werden einfach mal auf Konfrontation gehen. Dann wissen wir, ob das hier ein feindliches Lager ist oder nicht. You're acting mighty peculiar. Nee, scheint kein feindliches Lager zu sein. Okay. Dann können wir uns hier, glaube ich, ganz leger umgucken. Können wir den normalen Weg gehen, das ist schon mal gut. Uns hier ganz in Ruhe ein bisschen um. Hey, Little Missy. Ich bin keine Little Missy, glaube ich das? Ich bin eine Lady, ich mache Lady-Dinge. Na, wer kennt's? Hey, hey, you can't be here. Get the hell out of here. Oh. Hä? So, we're good? Move on, then. Wenn es weitergeht, werden wir wirklich bald Richtung gefährliche Aktionen unterwegs sein. Ich habe ein natürliches Talent dafür, meinen guten Ruf hier zu versauen. Mal gucken, ob wir uns vielleicht schon an der anderen Seite ranschleichen können. Ach, der sitzt aber auch genau vor der Tür, ne? Having a crazy turn, huh? Whew. They telling me to hit you. Okay. Okay. Das, this escalated quickly. Aber das Gute ist, dadurch dürfen wir sie jetzt natürlich auch abknallen, wenn wir wollen. Ich hab den Streit nicht angefangen. Geh weg. Oh, jetzt ist hier alles verrammelt, glaube ich das? Alles fest zerrammelt hier. Wirklich alles zu hier, glaube ich das? Nicht sehr gastfreundlich. Nicht sehr gastfreundlich, muss man ja mal sagen. Nehme ich mir extra mal die Zeit und statte den Besuch ab? Ja, alles abgeschlossen. Miss? Hä? Wo war denn da einer? Ach, hier liegt einer. Wenn ich mich an den Rand schleiche. Ah, ich dachte, ich kann den ausplündern, während er schläft. Ja. Das Spiel lässt mich anscheinend nicht. Aber eigentlich eine coole Gegend hier, ne? Hat ein bisschen was von einem Wildererlager irgendwie. Alter. Da sieht man Würste mit anderen Augen. Alter.
Hi there. Ist was man hier plündern kann? Sind schon wieder regelrecht lootgeil, ne? Ihr merkt das schon wieder. Ich mir ein bisschen mehr von versprochen hier von dem. Oh, da oben noch mal vorsichtig. Ja, leg dich besser nicht mit mir an, Freundchen. Bärtiger, bärtiger Mann. Ist aber auch nicht, wenn es aussieht. Das ist ja mal ein Reinfall hier. Das sah sehr interessant aus, aber hat sich halt sehr, sehr uninteressant entpuppt. Naja. Ain't no need to be holding on to that gun. What? Oh, unsere Energie ist schon wieder ganz schön weit runter. Ne? Wir sollten mal was essen irgendwie. Mal, was wir hier noch so haben. Alkohol brauchen wir erstmal nicht. Dosenlachs. Ja, nehmen wir mal einen Dosenlachs. Können wir uns mal was zu essen. Bisschen ärgerlich. Ich habe ein bisschen mehr erhofft von dem Lager hier. Alter. Die Pflanzen sehen auch nicht gerade berauschend aus. Hm? Ich glaube, die Ernte ist hinüber. Ernte sieht jetzt nicht so aus, als ob die noch was wird. Okay, die Leute scheinen ihrem Tagewerk nachzugehen, ne? Hier weniger Leute. Rein können wir trotzdem nicht in die Häuser, okay. Alter, was ist denn mit dem Hund los? Was zum Geier ist mit dem Hund los? Alter. Boah. Na, viel Spaß beim Saubermachen. Oh, ja, machen wir uns zum nächsten Point of Interest auf, würde ich sagen. What? Eine Waffe, glaube ich, wieder wegstecken. Kann ich mit dem Hund irgendwie interagieren? Oh doch, wir können streicheln. Ja, wer ist ein Guter? Ja, wer ist ein Guter? No. Oh. Tut einem voll leid, wie der aussieht, ey. Tut einem irgendwie ganz schön leid. Ich nehme mal an, der wird so aussehen, weil er hier die Reste von den Tieren frisst hier, ne? Ih, der kackt gerade. Hey, hey, you can't be here. Natürlich, kann sein, wo ich will. Ich kann sein, wo ich will. Hol die Hillbilly-Siedlung. Jeder mit jedem verwandt. Naja, gehen wir mal zum nächsten Point of Interest.
Gucken wir mal, ob wir da vielleicht ein bisschen mehr Glück haben. So, wo ist denn hier die nächste Stelle? Nächste Stelle wäre... Wäre tatsächlich das hier wahrscheinlich, ne? Gucken wir uns mal dieses große Gebäude an. Das sieht halt schon geil aus, wie die Lichteffekte hier so durch den Wald brechen, ne? Schon cool. Sehe ich wieder Pflanzen? Die nehmen wir auf unserem Weg natürlich noch schnell mit. Da sind ja auch noch Pilze. Aber zumindest in der Lavendel werden wir mitnehmen. Womit die Taschen nämlich gleich wieder ein bisschen vollstopfen, sobald wir dann beim Händler sind. So, einmal werden wir essen. So, oder wir essen alle gleich. Ja. Können wir unsere Anzeige gleich mal wieder ein bisschen füllen. Wenn uns die Natur das schon gibt. Hat halt doppelten Vorteil. Zum einen kriegen wir halt nochmal ein Achievement. Und zum anderen können wir unsere Lebensmittel- und Ausdaueranzeige gleich wieder ein bisschen pushen. Oh. Ja, schnappen wir uns gleich nochmal ein paar Pfifferlinge. Sind wir mal mutig. Wir essen mal ein paar rohe Pilze. Haben wir gleich ein bisschen Wegverpflegung. Das ist halt immer das Gute, wenn man in der, wenn wir in der Natur was finden, brauchen wir uns halt nichts beim Händler kaufen. Haben wir gleich ein bisschen Kohle. Oh, da wird sich unser Pferd freuen. So, eine essen wir mal. Wunderbar. Nehmen wir noch mal was für unser Pferdchen mit. Hat sich der Wald heute mal auf andere Art noch mal gelohnt, ne? Wir schon nichts an Beute bei den Gebäuden bekommen haben. Haben wir aber zumindest hier noch ein bisschen was an Pflanzen mitnehmen. War eins von den Hillbilly-Häusern gewesen? Nee, ne? Das ist doch irgendein anderes Gebäude hier. Ach doch, das war eins von den Hillbilly-Häusern. Ah, ja. War ich ein... Oh, warte mal. Was? Sandthymian. Mhm. Was macht der? Deadeye können wir damit auffüllen. Ja. Na, dann nehmen wir den auch noch mit. Sollte mal eine etwas ruhigere Folge, ne? Aber es ist, denke ich mal, für die Abwechslung auch mal nicht so verkehrt. Und wir gucken uns halt alle Aspekte im Spiel auch mal so ein bisschen an. Ja, wunderbar. Ne? Hat auch sogar noch ein paar Kräuter gefunden. Fällt mir. So, dann werden wir unserem Pferdchen erstmal gleich ein bisschen was zu knuspern geben hier. Hat es sich verdient. Komm, du kriegst mal eine Karotte. Oder einen Pfifferling. Ah. Hauptsache, er kriegt davon keinen Durchfall, ne? So eine richtige schöne Durchfallspur hinter uns herziehen. So, scheint angefangen zu haben zu regnen. Da
Hier unten ist ein kleiner See, wie es aussieht. Wollen wir uns ja auch mal angucken. Bin ja auch immer so ein Freund davon, mal schöne Umgebungen sich einfach mal anzugucken. Naja, es ist jetzt mehr ein kleiner Tümpel als ein See, ne? Das sind einfach nur abgeknickte Bäume, wie es aussieht. Ja, abgeknickte Bäume. Hier scheint es aber Biber zu geben, ne? Hier scheint es Biber zu geben. Gucken wir doch mal, ob wir hier einen Biber finden. Spannend. Ist halt immer so der Punkt, es gibt halt auch legendäre Tiere, ne? Oh, die Biber hier haben aber ordentlich losgelegt. Wenn schon was dann Kahlschlag verursacht hier. Da ist ein Biber, wie es aussieht, ne? Haben wir mal einen erwischt. So, amerikanischer Biber. Nehmen wir mal mit das Stückchen. Einen wahren Prachtburschen hier erwischt. Natürlich jetzt ein klein bisschen nervig, dass wir hier wieder das ganze hohe Wasser durch müssen. So, wo können wir den denn draufpacken? Wahrscheinlich hinten drauf, hm? Jawohl, drauf mit dir, Bursche. Ist aber auch ein großes Kerlchen. Guck mal gleich mal, ob wir vielleicht noch irgendwo einen erwischen. Ah, da sind noch zwei im Wasser, wie es aussieht, ne? Oder? Das sind Enten. Kann ich die vielleicht irgendwie Richtung Ufer schieben? Ach, verdammt. Ach, Mist. Ja, da haben wir so. Ich lass mir doch meine Ente nicht entgehen hier, ich glaub's wohl. So weit kommt das hier noch. So. Haben wir wieder zwei neue Tierarten. Haben wir eine Ente und haben noch mal einen Biber.
So, meine Freunde, ich würde mal sagen, das passt ganz gut. Nächste Folge werden wir dann mal, wie gesagt, dieses große Gebäude auf der Karte mal in Augenschein nehmen. Und dann werden wir uns mal wieder Richtung Saint-Denis begeben und unsere ganze Beute mal unters Volk bringen. Gerne wieder fleißig das Däumchen drücken, unterstützt weiter dieses Projekt, würde mich tierisch freuen. Und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge bei Red Dead Online. Bis dahin, immer genügend Zielwasser und ciao, ciao.